Moin Moin aus Hamburg, mein Name ist André Röttinger, Produktmanager für interaktive Lösungen bei Care & Stelli und heute geht es um das Promethean Bundle, Active Panel Titanium und OPS-Rechner. Schaut's euch an! Warum gerade Promethean? Promethean ist einer der weltweit führenden Hersteller im Bereich des digitalen und interaktiven Unterrichtens. Dabei blickt der Hersteller über 20 Jahre in der Forschung und Entwicklung von Hardware, aber auch von Software zurück. Um das Ganze abzurunden, wird ein umfangreiches Service- und Support-Management angeboten, hier in der Dachregion beispielsweise durch einen deutschsprachigen Support, der auch hier in Deutschland ansässig ist, sowie umfangreiche und langfristige Garantiezeiten auf die Hardware. Darüber hinaus wird das Ganze noch abgerundet durch ein umfangreiches Online-Administrationstool, also die Möglichkeit, die Hardware online zu administrieren, um die Arbeit für den Endanwender, beispielsweise in der Schule, einfacher zu gestalten. Das Bundle besteht aus dem Active Panel Titanium in den Größen 70, 75 und 86 Zoll sowie den OPS-Rechner, den es wahlweise mit oder ohne Windows-Lizenz gibt, denn viele Schulen haben ja bereits Windows-Lizenzen am Start. Und wie man das Gerät einbaut, zeige ich euch jetzt eben. Montage des OPS-Rechners kinderleicht. Baut das Gerät, steckt es in den dafür vorgesehenen Steckplatz, schiebt es rein, befestigt es mittels der am Gerät befestigten Rändelschrauben. Schraubt diese fest, das Gerät ist drin, schraubt die WLAN-Antennen aus und schon ist das Gerät montiert und integriert und ich habe alle gängigen Anschlussmöglichkeiten. Das Active Panel Titanium wird, so wie die anderen Geräte aus der Element-Serie, mit einem Android-Betriebssystem ausgeliefert, was im Display integriert ist, wo auch ein Whiteboard-Modus integriert ist, sodass ich vom Start weg direkt in einem Whiteboard-Modus arbeiten kann. Das zeige ich mal jetzt eben hier, dazu mache ich das Bild mal an die Seite. Und kann dann direkt in einem Whiteboard-Modus anfangen zu schreiben oder sogar Grafiken auch hier bearbeiten, indem ich sie annotiere. Und diese Annotationen bleiben dann tatsächlich auch auf der Grafik. Wenn mir das nicht reicht, weil ich über diesen Punkt hinaus mehr als nur Stichwörter aufschreiben möchte, kann ich per Knopfdruck hier unten in die Windows-Oberfläche des OPS wechseln. Jetzt befinde ich mich auf der Windows-Oberfläche des OPS-Rechners, der im Display integriert ist und kann hiermit auf die Active Inspire Software zugreifen, in der ich direkt arbeiten kann. Das Gute ist, oder Vorteil an Active Inspire ist, es ist eine richtige Unterrichtssoftware, die für das Unterrichten geeignet ist, was Vor- und Nachbereitung betrifft oder auch die Anpassung an meine Schüler, ob das jetzt Grundschüler oder Gymnasialstufe sind. Und dann kann ich hier halt entsprechend arbeiten. Das Active Panel besticht nicht nur durch eine stabile Bauart oder ergonomisches Design, sondern auch durch ein sehr einfach, aber funktionales Bedienpanel vorne am Display. Da haben wir einmal den Button für An-Aus, leise und laut, die Promethean-Flamme, um ins Hauptmenü des Android-Systems zu kommen, den Einfrier-Button, um ein Bild anhalten zu können, und einen Knopf, um das Ganze abschalten zu können, beziehungsweise den Touch zu deaktivieren. Als letztes dann den Punkt Quellenauswahl, falls ich mal mehrere Quellen angeschlossen habe oder eben auch den OPS, dort einfach hin und her wechseln kann. Warum denn nun eigentlich dieses Bundle? Wo liegen die Vorteile? Es wird kein zusätzlicher PC, keine zusätzliche Hardware benötigt, denn der PC in Form des OPS ist ja bereits im Gerät integriert, sodass ich keine zusätzlichen Kabel habe. Was mich eben zu dem Punkt kein Kabelsalat führt, ich muss nämlich nichts weiter anschließen, keine externen Quellen, kein externer Laptop, kein externer Desktop-PC mit einem zusätzlichen Bildschirm und so weiter und so fort, sondern es ist bereits alles hier drin. Und dadurch habe ich natürlich auch perfekt aufeinander abgestimmte Hard- und Software. Ich muss nicht darauf achten, ist der Touch richtig verbunden per USB, ist die Auflösung des Displays richtig geregelt, sondern es ist bereits alles sozusagen fertig vom Start weg per Knopfdruck, ich muss nichts separat hochfahren. Und ein sehr wichtiger Punkt zum Schluss, das Ganze ist natürlich Digitalpakt gefördert. Der Digitalpakt geht uns alle ja, uns als AV-Distributor und euch als Fachhandelspartner natürlich an. Das ganze Thema wird uns auch die nächsten zwei Jahre begleiten. Wenn ihr da Fragen habt, wenn wir euch da unterstützen können, kommt gerne auf mich und meine Kollegen zu. Zusammenfassend bleibt zu sagen, dass das Active Panel Titanium gerade in Verbindung mit den OPS-Rechner die perfekte Lösung ist für den Unterricht von heute, aber auch von morgen und so, dass man als Endanwender, aber auch als Fachhändler entsprechend zukunftssicher ist. Wenn euch das gefallen hat, beziehungsweise wenn ihr dazu Fragen habt, kommt da gerne auf mich zu. Kontaktdaten findet ihr in der Videobeschreibung.
Und wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr immer wieder auf dem neuesten Stand bleiben wollt, abonniert gerne unsere Kanäle auf allen bekannten Plattformen, auch in der Beschreibung zu finden. Und ich freue mich, von euch zu hören. Bis bald!